Bernhard Rauscher kennt ihr bereits aus unserem Programm. Unter seinem Synonym Lumen Man als einen der Lightpainter überhaupt im deutschen Raum. Allerdings führte Bernhard Rauscher viele Jahre lang eine eigene Werbeagentur und kennt daher mehrere Methoden, die die Kreativität im Kopf ankurbeln. Und genau darum soll es heute gehen. Ein Kurs mit Bernhard Rauscher rund um das Thema Kreativtechniken. Also, zuschauen und raus aus der kreativen Sackgasse. Hallo, mein Name ist Sebastian von FotoTV und zusammen mit Bernhard haben wir Methoden erörtert, wie man zu neuen Bildideen kommt und sich inspirieren lassen kann. Die Themen in unserem Kurs sind unter anderem selbst auferlegte technische Beschränkungen, formale Techniken sowie Kreativtechniken. Hier ist für jeden etwas dabei. Und heute wollen wir uns auf drei Ausschnitte aus dem Kurs konzentrieren. Beim ersten Ausschnitt geht es um die bewusste kreative Beschränkung. Wir wollen euch zeigen, wie man sein fotografisches Empfinden trainieren kann, indem man auf den Luxus der modernen Fotografie verzichtet und bewusst mit eingeschränkten fotografischen Mitteln loszieht. Auf diese Weise schlendern Bernhard Rauscher und Marc Ludwig durch die Straßen von Köln-Nippes und porträtieren dieses traditionsreiche Kölner Viertel, wie sie es auf herkömmliche Weise und mit einer vollen Kameratasche vermutlich niemals tun würden. Nämlich nur ausgestattet mit einer Hello Kitty Instax-Kamera. Und in diesem Film geht es wiederum um Kreativitätstechniken. Wie schafft man es, sich durch Restriktionen oder durch entsprechende Techniken neue Bildideen zu verschaffen? Und Thema heute hier in diesem Film sind wieder Restriktionen, nämlich welche? Technischer Art in dem Fall. Eben hatten wir die formellen. Ich sehe immer noch überall runde Sachen, also wenn ich hier raufschaue, muss jetzt mal wieder runterkommen davon. Aber technische Beschränkungen, und zwar indem man sich einfach technisch einschränkt. Wir haben ja unglaubliche Möglichkeiten heutzutage. Wir können mit der digitalen Technik eigentlich alles produzieren, was wir uns vorstellen. Und das Interessante ist jetzt, wenn man eben wegkommt von diesen unendlichen Möglichkeiten und sich wieder einschränkt und sagt, ich beschränke mich mal auf eine gewisse Technik und mit der probiere ich das Maximale auszureizen. Und dann fängt erst das Hirn so ein bisschen kreativ zu arbeiten an. Was kann ich denn da ausreizen? Wie kann ich bis an die Grenze gehen? Ich habe mir eine solche Restriktion neulich mal gegeben und die will ich dir heute auch mitgeben. Du ahnst es schon, weil du sie eben schon gesehen hast. Ich ahne schrecklich. Meine Hello Kitty Cam hat mir mein Team zum 10-jährigen FotoTV Bestehen geschenkt. Die dachten, das wäre jetzt an der Zeit, dass ich auch mal professionell fotografiere. Da packen wir dir 10 Fotos rein, also auch eine mengenmäßige Beschränkung, haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Aber eine technische Beschränkung. Diese Kamera, hier kannst du gerade noch einstellen, ob es hell oder ob es bewölkt oder sonnig ist. Ansonsten bietet die dir keine Möglichkeiten, kein Zoom, kein Farbabgleich, kein gar nichts. Und du hast nur 10 Bilder. Fast, dass die Fassaden besser wirken als die Fenster, weil die Fenster, die haben immer so eine relativ starke Spiegelung. Spiegelung ist ein bisschen kontrastschwacher. Ja, aber wenn man so jetzt mal die Serie so ein bisschen so nimmt, die Fassaden so sehr flächig und grafisch fotografiert, zum Beispiel jetzt die drei, wenn ich die mal so, das ist eine schöne Serie. Ja, da kommt auch die Farblichkeit des Films mit dem Motiv ganz gut zusammen. Ja, ja. Musst du davon noch ein paar machen. Wie viele Fotos hast du noch? Ja, jetzt 3 habe ich noch. Ja, dann kriege ich eine 5er Serie hin. Ja gut, dann gucken wir mal.
So, jetzt schlägt es 14, ne? Da hast du sie. Jetzt schlägt es 14, ja. Ich glaube, ich habe genug Aufnahmen. Und das ist eine der ganz wenigen Aufnahmen, die ich so ein bisschen gerade gehalten habe. Gut, gehen wir uns den Rest drinnen mal angucken, wie ja. Kalt, ne? Machen wir. Eine weitere Kreativtechnik für neue Bildideen ist die Reduktion. Diese formale Beschränkung des Bildinhaltes beruht auf der selektiven Wahrnehmung und ist eine gute Übung, um das fotografische Auge zu schärfen. Ganz besonders, wenn man bei der Motivsuche den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Dafür hat Bernhard Rauscher den Kölner Hauptbahnhof einmal anders betrachtet, als man es sich vorstellt. Aber schaut doch mal selbst. Reduktion bzw. auch formale Beschränkungen würde ich so ein bisschen erweitern. Das heißt, man reduziert sich eigentlich nicht von der Technik her, wie wir es auch schon mal hatten, sondern von dem Formellen, was ich eigentlich fotografiere. Und das basiert so ein bisschen auf dem Prinzip, was jedem sofort einleuchtet, der selektiven Wahrnehmung. Das heißt, so dieses, wenn ich mir ein rotes Auto gekauft habe, dann sehe ich auf einmal lauter rote Autos auf der Straße fahren, ja? Weil ich selber eins habe und dann auf einmal darauf achte und denke mir, ist das jetzt in Mode gekommen? Hat jetzt jeder ein rotes Auto auf einmal? Nein, natürlich nicht. Das ist aber meine selektive Wahrnehmung, weil ich auf irgendwas geeicht bin und mein limbisches System sonst eigentlich alles andere erstmal ausblendet. Also das limbische System lässt ja nur Sachen durch, die scheinbar wichtig sind. Und wenn ich aber selektiv auf irgendwas geeicht bin, dann ist das natürlich wichtig und wird eher durchgelassen. Und das kann ich mir zunutze machen in der Kreativtechnik, zu sagen, ich eiche mich mal speziell auf ein gewisses Motiv oder auf eine gewisse Farbe oder auf irgendwas anderes. Wir werden jetzt mal Beispiele uns mal anschauen. Und sehe dann auf, lerne sehen. Also ich sehe auf einmal Sachen, die ich vorher überhaupt nicht gesehen habe. Und das kann durchaus sehr interessant werden, weil ich dann wirklich fotografisches Sehen lerne. Da sieht man auch, abstrahiert ist das ein Briefumschlag, ne? Mit dem Dreieck nach unten gefaltet und zugeklebt. Aber es ist ein Gebäude, was einfach nur im Bild dann umgedreht wurde. Und wenn man mal gezielt auf die Suche geht nach nur Roofline Envelopes, also das ist jetzt so ein spezielles Thema, aber es ist total witzig, das mal zu fotografieren, dann sieht man auf einmal Sachen, die man vorher gar nicht gesehen hat. Man muss einerseits ein bisschen nach oben schauen, was man auch selten tut. Also man hat ja immer so den Blick in die Horizontale. Man schaut da mal nach oben, sieht dann diese Roofline Envelopes und denkt sich, ja, wie kann ich das komponieren, und stellt sich dann dahin, und so ein Motiv hätte man wahrscheinlich nie fotografiert, hätte man nicht genau dieses Thema jetzt sich selber vorgegeben. Und wir sind auch mal in Köln unterwegs gewesen, um genau das zu machen. Eine Sequenz, die fahren wir euch mal gerade rein, für mich total spannend. Ich kam selber damit hier aus dem Hauptbahnhof und habe dieses Dach nie in meinem Leben vorher beachtet, und sofort bist du da drauf losgegangen, hast das Bild gemacht, und das Ergebnis gibt dir ja recht. Ne? Ein sensationelles Bild, man steht da auf dem Vorplatz von dem Bahnhof und sagt sich, was soll ich jetzt hier machen? Und das Motiv wartet einfach nur über dir. Genau, so ist es. Und interessant wird es natürlich dann, wenn man sich dieses Hashtag zum Beispiel, es gibt es auch als Hashtag natürlich mit über 3000 Beiträgen hier auf Instagram, Roofline Envelope, wenn man sich das mal anschaut und hier durchscrollt, natürlich, was leider das Problem an so Hashtags ist, die dann ein bisschen bekannter werden, sie werden dann gespammt von Sachen, die eigentlich gar nicht reinpassen, aber gerade bei dem Hashtag sind doch, ist das eine oder andere Motiv dabei, was genauso funktioniert, diese umgedrehten Dächer, und das finde ich total interessant. Also, dass man durch diese extreme formelle Reduktion auf einmal Sachen sieht, die man sonst nicht gesehen hätte. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass man sich ein Tableau macht aus 4 oder 6 Bildern, die man selber geschossen hat, an die Wand hängt. Da ist ja auch viel Aussage drin. Man sieht das Gebäude, man sieht den Stil des Gebäudes, man sieht das Wetter. Und trotzdem ist es formell sehr reduziert. Wir können euch hier auf YouTube leider nur Ausschnitte aus unserem tollen Kurs geben. Wenn ihr die kompletten Filme anschauen wollt, habe ich aber ein Angebot für euch. Geht auf fototv.de, erstellt euch kostenlos einen Nutzer und abonniert dabei unseren Newsletter. Dann bekommt ihr 5 Credits, mit denen ihr die Filme der Serie freischalten könnt. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Mit der Flip-Flop-Technik stellt Bernhard Rauscher einen weiteren kreativen Ansatz vor, um bekannte Sehenswürdigkeiten eher ungewöhnlich abzulichten. Das Geheimnis dieser Technik besteht dabei in der Herangehensweise an ein Motiv. Statt das Objekt der Begierde einfach in voller Pracht einzufangen, geht man zuerst einmal vom Gegenteil des gewünschten Bildergebnisses aus. Hallo und herzlich willkommen bei FOTOTV. Es geht mal wieder um Kreativitätstechniken. Und wenn es um Kreativitätstechniken geht, dann haben wir
Bernhard Rauscher. Dabei, der uns ein ganzes Füllhorn von Kreativitätstechniken in dieser Serie vorstellt und bei FototVU. Und heute geht es um eine Technik, die kommt, glaube ich, wirklich ganz stark aus deinem vorherigen Leben als Werbeagenturchef. Genau. Also wir haben uns ja oft kreative Konzepte überlegen müssen. Und da gibt es eine Technik, die heißt Flip-Flop-Technik, die ich heute mitgebracht habe. Die Flip-Flop-Technik, ja, was heißt das überhaupt? Das heißt, das Gehirn denkt eigentlich leichter über das Gegenteil nach, was man eigentlich erreichen möchte, wie über das, was man eigentlich erreichen möchte. Und deswegen ist es eine ganz lustige Methode, mal zu brainstormen, was man eigentlich nicht möchte, um dann daraus das Gegenteil zu machen. Gut, ja. Jetzt sind wir nicht durch Zufall vor einem der wahrscheinlich abgedroschensten Motive Kölns, dem Kölner Dom, der speziell aus dieser Perspektive hier tot fotografiert ist. Außerdem haben wir heute nicht gerade Postkartenwetter, sodass selbst wenn wir jetzt hier einen einfachen Schuss mitnehmen wollten, da heute nicht viel zu reißen ist. Und jetzt ist halt die Frage, wie wendet man diese Flip-Flop-Technik auf die Herausforderung an, den Dom einfach mal so zu fotografieren, wie man es vielleicht noch nicht so gesehen hat. Genau. Und da sollten wir einfach mal ein bisschen rumlaufen. Und ich habe jetzt verstanden, wir müssen uns jetzt überlegen, wie würde der klassische Tourist, was würde der fotografieren? Da gehen wir ein bisschen rum, gucken uns verschiedene Sachen an und dann überlegen wir, machen wir genau das Gegenteil davon. Genau. Das probieren wir doch jetzt mal, oder? Okay, also dann bin ich der klassische Tourist und du bist der Gegenteilmacher. Los geht's. Gut. So, ich als erfahrener Köln-Tourist habe mir natürlich die Stelle ausgesucht, auf der wir gerade fast schon das Interview gemacht haben. Weil von hier, Bernhard, hat der Köln-Tourist alles, was er haben will. Den Rhein, die Hohenzollernbrücke, Dom, Museum Ludwig, Altstadt, was will man mehr? So, jetzt hast du die Perspektive und du musst jetzt das Gegenteil machen. Wie gehst du jetzt daran? Ja, jetzt genauso wie du es aufgezählt hast, die Elemente, die alle in diesem klassischen Motiv eigentlich drin sind, wie ich es sogar selber schon kenne, obwohl ich nicht aus Köln komme. Wenn ich jetzt ganz radikal denken würde und radikal rangehen würde, würde ich sagen, naja, ich muss diese ganzen Elemente, die du gerade aufgezählt hast, einfach weglassen. Naja, was mache ich dann? Also zum Beispiel wäre jetzt eine Idee, die ist mir jetzt hier spontan gekommen, dass ich den Kameraausschnitt so weit nach oben verschwenke, dass eigentlich gar nichts mehr übrig bleibt von deinen Motiven. Vielleicht gerade noch diese zwei Spitzen vom Dom. Ja, die lässt du mir aber, ja. Die lasse ich dir. Der Kölner an sich, der braucht seine Zipfelchen. Die zwei Spitzen lasse ich dir. Ja, aber dann ist trotzdem das Motiv noch erkennbar. Also das ist vielleicht auch wichtig. Also jetzt nur den Himmel zu fotografieren, wäre jetzt ein bisschen zu radikal vielleicht. Aber diese zwei Spitzen noch drin zu lassen, zu sagen, ja, wir sind in Köln, der Kölner erkennt seinen Dom noch, aber alles andere ist weg. Und das klassische Motiv ist eigentlich komplett aufgelöst, so wie es eigentlich existierte. Okay, dann mach mal. Der Himmel könnte ja, zwar jetzt nicht blau, aber mit so ein bisschen Wolken könnte ganz cool kommen. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ja, ist schon ziemlich radikal. Du hast da noch ein kleines bisschen Brücke drin, ne? Ja. Weg damit, weg damit. Ganz an den Rand. Radikal. Jawohl. Ah. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann schaut auf fototv.de vorbei. Registriert euch kostenlos und abonniert den Newsletter und die ersten 5 Filme schenken wir euch. Hier auf YouTube bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, liked das Video, wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, um in Zukunft keins unserer Videos mehr zu verpassen. Ich werde jetzt wieder kreativ und gehe wieder an den Schnitt, damit ihr was zu schauen habt. Bis dann!